13 Jahre lang haben Sie gelogen. 13 Jahre lang haben Sie behauptet, die Zuwanderung führe nicht zu einer Verdrängung der älteren Schweizerinnen und Schweizer aus dem Arbeitsmarkt. Heute gibt es der Bundesrat zu. Heute geben es Karin Keller-Sutter, heute geben es Alain Berset und heute geben es die meisten von Ihnen zu, dass es eben sehr wohl zu einer Verdrängung der Schweizerinnen und Schweizer aus dem Arbeitsmarkt kommt, wenn Jahr für Jahr Zehntausende Billigstausländer aus der Europäischen Union in die Schweiz einwandern. Wir haben eine Zunahme von 50% von Sozialhilfebezügern bei älteren Schweizerinnen und Schweizern. Und was ist die Ursache? Sie sind die Ursache, geschätzte Damen und Herren. Das Volk hat klar entschieden im Jahr 2014. Es sagte Ja zur Begrenzung der Zuwanderung. Es sagte Ja zu einer eigenständigen Steuerung der Zuwanderung. Es sagte Ja zu Höchstzahlen und Kontingenten. Sie haben den Volkswillen nicht umgesetzt. Sie tragen die Verantwortung für diese maßlose Zuwanderung, wie wir es in den letzten 13 Jahren gesehen haben. 1 Million Nettozuwanderung in 13 Jahren. Ältere Schweizerinnen und Schweizer wollen Arbeit und keine Rente, Frau Gysi. Die SP ist hier sehr scheinheilig. Sie haben von einem Beispiel gesprochen, von einer älteren Person, die sich bewerben würde und die keine Arbeit mehr findet. Das ist eben die falsche Politik der SP. Die SP sorgt dafür, dass Jahr für Jahr Zehntausende billigst EU-Ausländer in dieses Land kommen und damit älteren Schweizerinnen und Schweizern die Arbeit wegnehmen. Sie machen mit genau dieser Politik heute in diesem Saal, machen Sie die Schweizerinnen und Schweizer zu Almosenempfängern, statt ihnen in Würde ein Recht auf Arbeit zu geben. Das ist die falsche und verlogene Politik der SP. Sie lassen Jahr für Jahr unbeschränkt EU-Ausländer ins Land. 500 Millionen EU-Ausländer wollen weiterhin von unseren Sozialleistungen profitieren, wollen weiterhin von den hohen Löhnen hier in der Schweiz profitieren. Und jetzt kommen Sie mit dieser Symptombekämpfung, jetzt kommen Sie mit dieser Pflasterli-Politik. Sie wollen, dass die Leute eine Rente erhalten, statt ihnen Arbeit zu geben. Und gleichzeitig schaffen Sie neu einen Anreiz, dass Arbeitgeber sagen, es gibt ja jetzt ein staatliches Auffangsystem, es gibt ja jetzt eine Rente. Sie machen es noch einfacher für Arbeitgeber, Schweizerinnen und Schweizer in die Rente zu drängen. Immer mehr Arbeitgeber werden sagen, es ist kein Problem, wenn wir Sie mit 58 Jahren entlassen. Du musst keine Angst haben. Du hast 2 Jahre Anrecht auf Arbeitslosenleistungen und anschließend wird der Staat für dich sorgen. Das ist die Politik. Sie denken nicht an die Anreize, die Sie heute setzen, noch mehr Schweizerinnen und Schweizer, viel mehr als heute Alain Berset prognostiziert und Herr Rossier, ehemaliger SP-Nationalrat, noch mehr Personen werden abgedrängt in eine Rente, weil noch mehr Arbeitgeber zu Recht auch sagen werden, du musst keine Angst haben, du hast ja eine Rente, ich werde dich entlassen, aber der Staat und damit die Schweizerinnen und Schweizer, der Schweizer Steuerzahler, wird für dich sorgen. Und gleichzeitig gibt es hier in der Mitte dieses Saals gibt es Personen, die sagen, wir wollen die Rente angleichen, die AV-Rente angleichen, wir müssen sie erhöhen. Wir wollen, dass auch Frauen statt bis 64 Jahre neu bis 65 Jahre arbeiten. Es gibt sogar Jungfreisinnige, André Silberschmidt zum Beispiel, der sagt, wir wollen noch weiter gehen. Die Rente, die AV-Rente soll auf 66, auf 67 Jahre erhöht werden. Wir haben ein Demografieproblem. Die Leute, die Schweizerinnen und Schweizer, leben länger, müssen entsprechend länger arbeiten. Und das zeigt doch die Widersprüchlichkeit. Jetzt sagen Sie ja, wir wollen bereits ab 58 Jahren
den Schweizerinnen und Schweizern eine Rente auszahlen und gleichzeitig werden sie ein paar Monaten kommen und mit der AV-Reform fordern, dass das Rentenalter für die Frauen erhöht wird auf 65. Und in einem weiteren Schritt wollen die Jungfreisinnigen sogar auf 66 oder 67 hochgehen. Das ist doch die Widersprüchlichkeit und eben die Verlogenheit, mit der sie hier in diesem Saal argumentieren. Und dann gibt es noch jene, wie eine Irene Kählin, sie ist nicht hier heute, die heute früh am Radio verlogen sagt, ach nein, das hat überhaupt nichts, diese Überbrückungsrente hat überhaupt nichts mit der Massenzuwanderung zu tun. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil von Ihnen. Der Bundesrat gibt es heute offen zu und auch zahlreiche von Ihnen haben es heute zugegeben. Sie wollen also das Problem dieser maßlosen Zuwanderung mit Geld zuschütten, mit Hunderten von Millionen Franken, die die Schweizerinnen und Schweizer, die die Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hart erarbeitet haben. Mit diesen Hunderten von Millionen Franken wollen Sie dieses Problem zuschütten. Es wird teuer, es wird sehr teuer, geschätzte Damen und Herren. Wir haben bei der AV haben wir eine Millionenlücke, bei der IV eine Milliardenlücke, bei der IV haben wir Finanzierungslücken. Die Ergänzungsleistungen sind von 2 Milliarden Franken im Jahr 2000 auf über 5 Milliarden Franken gestiegen und sie werden weiter steigen. Die Sozialhilfe in den Kantonen und Gemeinden läuft aus dem Ruder, plus 50% bei den älteren Schweizerinnen und Schweizern. Und trotz diesem Finanzierungsbedarf von Hunderten von Milliarden Franken erlauben Sie es sich, getrauen Sie es sich, nochmals ein neues Sozialwerk zu schaffen, das uns schon in wenigen Jahren mindestens eine weitere Milliarde Franken kosten wird. Mit welcher Nonchalance Sie hier das Geld, das hart erarbeitete Geld der Schweizer Arbeiterinnen und Arbeiter, der Schweizerinnen und Schweizer, des Schweizer Bürgers aus dem Fenster werfen, ist doch etwas schockierend. Hören Sie auf das Volk. Das Volk hat im Februar 2014 ganz klar Ja zur Masseneinwanderungsinitiative gesagt, hat ganz klar Ja gesagt zu einer eigenständigen Steuerung der Zuwanderung in die Schweiz, zu einer Steuerung mittels Höchstzahlen und Kontingenten. Und das Schweizer Volk wird am 17. Mai, und davon bin ich zutiefst überzeugt, Ja sagen zur Begrenzungsinitiative, dass eben wir die Kontrolle zurückerhalten, wer in dieses Land reinkommt, dass es eben nicht Billigstarbeiter aus der Europäischen Union sind, dass es ausgewählt, gezielt ausgewählte Fachkräfte sind, aber nicht zu Zehntausenden billige EU-Ausländer, die den Schweizerinnen und Schweizern die Arbeit wegnehmen. Frau Gysi, liebe SP, wir wollen Arbeit für die Schweizerinnen und Schweizer. Wir denken, dass die Schweizerinnen und Schweizer ein Recht auf Arbeit haben. Wir wollen diese nicht zu Almosenempfängern machen, wie Sie das machen wollen von der SP. Die Schweizerinnen und Schweizer, sie wollen arbeiten. Sie lieben ihre Arbeit und diese Arbeit lassen wir den Schweizerinnen und Schweizern nicht wegnehmen von irgendwelchen EU-Bürgern, die hier zu Billigslöhnen in die Schweiz einwandern. Ich danke Ihnen, dass Sie sich einsetzen für den Schutz der Schweizerinnen und Schweizer und dass Sie endlich mal etwas tun für die Schweizerinnen und Schweizer. Statt Tausende von Millionen ans Ausland zu überweisen, statt mit der Europäischen Union eine Kohäsionsmilliarde zu bezahlen, statt immer nur ans Ausland zu denken, denken Sie endlich wieder an die Schweizerinnen und Schweizer und begrenzen Sie die Zuwanderung in die Schweiz von Billigstarbeitern aus der Europäischen Union. Ich danke Ihnen.